bis 550, 600 PS. Jetzt sind die Leute hingegangen, wollten ein Auto, was 400 km/h ungefähr fährt. Der Bugatti Veyron heißt das, das Auto heißt glaube ich so, ne? Die meisten Autos, die um die 300, 330 km/h fahren, haben alle um die 500, 600 PS. Ja, stellt euch vor, 300 bis 330 km/h. Jetzt wollten die circa 70, 80 km/h mehr, also statt 300, 330 wollten die 400 oder 410 km/h. Und guck mal, wie viel PS mehr die benötigt haben für diese 70, 80 km/h mehr. Da mussten die von 500, 600 PS, was Lamborghini, Ferrari und so weiter haben, mussten die von 500, 600 PS auf 1000, über 1000 PS kommen, um nur 70 Kilometer pro Stunde mehr zu schaffen. Da könnt ihr euch das mal, das ist wirklich, jetzt kommt mir nicht, ja, Auto ist was anderes als Körper. Das ist jetzt ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Je näher du deiner genetischen Grenze kommst, umso mehr Anstrengung brauchst du für ein Kilo mehr. Was du am Anfang 5 Kilo mehr gesteigert hast, wird später 2 Kilo mehr und noch später 1 Kilo mehr. Und wirklich, wenn du an deiner genetischen Grenze bist, beim Bankdrücken oder sonst wo, Kraftsport, je näher du wirklich deiner genetischen Obergrenze kommst, hör mal, da kommen dir ein Kilo vor wie, weiß ich nicht, wie 10 Kilo. Dann ist ein Kilo nicht mehr ein Kilo, sondern 10 Kilo. Müsst ihr mal gucken, ich habe 160, 161, 162, 163 als Video drin. Bankdrücken. Von circa 157, von 157 bis 163 habe ich wirklich noch fast jede Woche ein Kilo mehr draufgepackt. Pro Woche ein Kilo mehr. Teilweise habe ich auch zwei Wochen für ein Kilo gebraucht. Da habe ich zum Beispiel in einer Woche 160 gedrückt, nächste Woche wieder 160. Darauf die Woche erst 161 zum Beispiel. Am Ende waren es 163 als Video. Und bei der 164, bei Bankdrücken 164, also ein Kilo mehr als mein Maximal. Guck mal, ich bin hochgekommen, war fast oben, da hat mich das Gewicht einfach wieder runtergezogen. Ja? Ne? Habt ihr gesehen? Also von 330 km/h auf 400, also 70 Kilometer pro Stunde mehr, haben die fast 500 PS mehr gebraucht, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Ja? So ungefähr könnt ihr euch das auch mit Kraftsport vorstellen. Ja? So, und noch was zum Abschluss. Ich werde dazu sowieso noch ein Thema machen. Auf YouTube, ne, und im Internet grassiert ein Virus. Echt, da sind viele Leute von so einem Virus angesteckt. Ich weiß nicht. Es gibt ja Schrägbankdrücken für obere Brust sozusagen. Ne? Also da ist der Kopf oben, Beine sind unten, man liegt, also die Bank ist so nach oben geschoben, das ist Schrägbank. Da schafft man am wenigsten, weil da drückt die Brust etwas weniger und so, und da drückt ein bisschen mehr Schulter. Wenn man Flachbank macht, schafft man schon viel mehr. Wenn man Negativbankdrücken macht, also Kopf ist tiefer als die Beine, dann schafft man am meisten. Warum ist das so? Bei Flachbankdrücken drückt Brustmuskulatur Trizeps. Ein bisschen Schulter natürlich auch, so hilft mit natürlich. Ne? So, mache ich meinen Kopf aber nach unten, die Beine nach oben, drückt plötzlich Latissimus mit. Ein Muskel, der zum Beispiel zusätzlich mithilft. Schafft man mehr, als wenn man normal Flachbank macht. So, jetzt gehen viele Leute her, möchten natürlich mehr drücken, als sie eigentlich drücken können. Veräppeln sich natürlich selbst. Ich will nicht das andere Wort benutzen. Ja, und veräppeln ihr Publikum. Das heißt, die gehen runter zur Brust. Und dann reicht die Kraft nicht aus, also Brustmuskulatur, Trizeps und ein bisschen Schulter, die kriegen das Gewicht nicht nach oben. Die packen sich so 15 bis 15 Kilo zu viel drauf. Die kriegen das Ding nicht wieder hoch. Was machen die? Dann wird die Hantelbank einfach nach oben gepoppt mit dem Bauch. Und dann geht man so mit dem Popo nach oben. Wenn du dann mit dem Popo, wenn du Flachbank drückst und auf einmal schaffst du das Gewicht nicht und dann drückst du so die Beine nach oben, dein Hintern nach oben, dann stellst du ja Negativbankdrücken her. Dann kannst du doch gleich Negativbankdrücken machen. Wieso, weißt du, wieso macht ein Mensch sowas? Ich dachte erstmal, das wäre so ein Einzelfänomen, dass zwei, drei Leute das machen. Das wird ja immer mehr. Ich sehe nur noch Leute, die sich 10, 20 Kilo zu viel draufpacken oder 15 Kilo zu viel oder 10 Kilo zu viel. Und dann schaffen die das Gewicht nicht und dann kommt einfach mal kurz der Popo nach oben oder wird mit dem Bauch da nach oben geschoben und so.
Warum macht ein Mensch sowas? Warum? Warum muss man sich selber veräppeln und sein Publikum veräppeln? Das ist doch kein Flachbankdrücken, wenn man den Arsch so, ne? Ich verstehe das nicht. Vielleicht bin ich zu doof dafür, kann auch sein. Jungs, wir sehen uns.